Boah, ja, okay. Ich mach's. Viele Leute meinten zu mir, hey Luca, du hast ja jetzt ein paar Mal auf Hilf mir reagiert. Reagier auch bitte mal auf krass Schule, die jungen Lehrer. Mach ich heute. Wir schauen uns allerdings erstmal an, was das Ganze überhaupt ist. Die Serie dreht sich um 5 junge Lehrer, die ihr Referendariat an der fiktiven Erich-Felbert-Gesamtschule in Köln... Warum wird diese Assi-Kacke immer in Köln gedreht? Ich bin ganz ehrlich, wir brauchen uns diese Handlung gar nicht mehr weiter durchlesen. Ich glaube nämlich, dass man sich schon denken kann, worum es hier geht. Es ist eine RTL 2-Serie, hat irgendwas mit Schule und besonderen Fällen zu tun. Hier sehen wir beispielsweise illegales Autorennen oder die verhüllte Schülerin und dann so ein Thumbnail. Das sind Assis auf einer fiktiven Schule, die sozial... sag ich mal, ein bisschen am Arsch sind. Ich habe mir jetzt einfach mal irgendeine dieser krass Schule-Folgen rausgesucht, und zwar die Folge mit dem Titel Die neue Sexbombe. Wir schauen uns erstmal an, was darunter so für Kommentare geschrieben wurden. Das ist doch keine Sexbombe. Sexbombe kann man das nicht nennen. Wenn das eine Sexbombe ist, mag ich Donald Trump. Ihre Zähne haben dieselbe Farbe wie ihre Haare. Ich finde die halt gar nicht hübsch. Da ist die braunhaarige 1000-mal geiler, ey. Diese Cheyenne sieht aus wie mein Fuß, ja? AMK, was Sexbombe? Wer sich auf die einen runterholt, bekommt von mir richtige Bombe. Ja. Wir sehen schon, was das auch für Kommentarschreiber da sind. Allerdings würde ich sagen, laber ich hier lang einen Wender. Okay. Ich würde sagen, wir schauen jetzt allerdings auch mal in die Folge rein. Bevor wir das Ganze allerdings tun, möchte ich euch noch ganz kurz eben sagen, dass heute gerade eben neue Klamotten online gekommen sind in den luca-shop.de. Es gibt seit einigen Stunden 5 neue Produkte im luca-shop.de und zu den ersten 2000 Bestellungen bekommt ihr auch eine signierte Autogrammkarte. Also schaut dort gern mal vorbei, aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Reaction. Also das hier ist das Intro und es geht jetzt hier los in der Schule und das ist die Sexbombe. Okay. Okay, die schauen die sich schon an. Bin ich ja mal gespannt. Jeder guckt hin, die nehmen sogar Kappe ab. Also, soll jetzt nicht beleidigend klingen, aber in meinen Augen ist das auf keinen Fall eine Sexbombe. Also wenn jemand sagt, hey, das ist eine Sexbombe, dann denke ich mir, okay, das muss ja der perfekteste Mensch sein, den es gibt. Natürlich ist das eine subjektive Einschätzung, die jeder individuell für sich selbst beurteilen muss, welchen Mensch er, sage ich mal, perfekt schön findet, aber das ist, war so, als würde ein Eimer auf den Kopf gesetzt werden und einfach so lang dran schneiden. Soll überhaupt nicht gegen die Schauspielerin gehen oder so, auf gar keinen Fall. Aber das als Sexbombe zu betiteln, finde ich ein bisschen falsch. Alle gucken sich hier immer noch um. Okay. Sie sieht vor allem halt aus, als würde sie nicht mehr zur Schule gehen. Ich möchte euch bitten, dass der Cheyenne hilft, sich hier ein bisschen einzugewöhnen. Okay. Dass sie sich hier schnell zu Hause fühlen kann, ja? Aha. Zeigt mir bitte alles, wie alles hier funktioniert. Okay. Ich finde es auch sehr stark, dass einfach so ein Handtuch über dem Skelett hängt. Also die Cheyenne ist anscheinend neu an dieser Friedrich-Elbert-Köln-Port-Gesamtschule. Ganz, ganz schwieriger Name. Mal schauen, wie die Cheyenne ihren ersten Tag jetzt hier bestreiten wird. Gut, und dir wünsche ich erstmal einen guten Anfang hier heute. Okay. Okay. Such dir doch einfach schon mal Platz. Die Cheyenne, da wird direkt Platz gemacht. Und Herr Neulting, ich würde sagen, für den ersten Schultag... Mal ganz kurz. Wie wenig Leute sind denn in dieser Klasse? Also ich weiß nicht, wie es an Gesamtschulen ist oder wie dort die Klassengröße aussieht, sage ich mal. Aber hier sind halt insgesamt 13 Leute oder 12. Also ich weiß nicht, wir waren 30 Leute bei uns in der Klasse. Okay, der ist der Lehrer. Du setz dich mal am besten. Danke, Maria, nach hier vorne. Okay, Cheyenne setzt jetzt neben Maria. So, und wir räumen zunächst mal hier diesen Saustall. Was für ein Saustall? Sieht alles normal aus. Warum ich für die neue Platz gemacht habe? Naja, ich bin ja nicht blöd. Vielleicht kann ich sie ja noch für irgendwas gebrauchen. Dass diese ganzen RTL2-Serien so darauf abzielen. Ja, wir haben hier Assis und dann kommen neue Assis dazu und dann versuchen die Assis, die neuen Assis irgendwie in ihre Kölner Babos oder was war das letztes Mal? Jetzt gehörst du zu uns, wenn du magst. Gehört zu euch. Wir sind Köln Babos. Das war ja bei dieser Hilfe-Folge da irgendwie der Fall, auf die ich vor ein paar Tagen reagiert habe. Ja, es zielt irgendwie immer darauf ab, dass man irgendwie andere Leute für sich ausnutzt. Menschlich sind ziemlich abstoßend. Also das hier ist jetzt die Schule anscheinend. Er macht einen krassen Skateboard-Trick. Die haben jetzt Unterrichtsende und schauen hier... Oh ja, die neue Cheyenne. Ja. Sieht echt gut aus. Ja,
Sie sieht nicht schlecht aus, aber sie jetzt für einen Titel zu missbrauchen als die neue Sexbombe, finde ich... Ja, okay, es ist RTL 2, wir schauen mal weiter. Über die neue? Ja, weil das sind die Freundinnen. Also, hübsches Gesicht hat sie, freundlich. Mhm. Ja, die soll nur am Lächeln. Versteht ihr unter oberflächlich? Eine mega Ausstrahlung hat sie. Ja, also hat sie. Eine mega Ausstrahlung. Ja. Lass doch mal rüber. Ja, okay. Die beiden gehen jetzt rüber zu der Scheibe. Ja. Also, ich frage mich wirklich mittlerweile nicht mehr, warum der Top-Comment 10.000 Likes hatte. Mal schauen. Ich glaube, die Mädchen haben Angst, ihr Revier zu verlieren. Was ist Cheyenne eigentlich für ein Name? Du, meine Mama hat mir den gegeben. Ja, perfekte Antwort. Was einem aber direkt schon auffällt, ist, dass das Ganze irgendwie tatsächlich besser gespielt ist. Vor allem die Szene, bei der wir hier gerade waren, wo die hier alle draußen standen, ist viel besser gespielt als Hilf mir. Also krass, Schule ist nicht so krass assi. Wir sind gerade erst hergezogen. Also, ich bin im Übrigen Marvin, ja? Ja, hi Marvin. Hast du überhaupt nicht jetzt irgendwie dazwischen geredet? Oh, die Cheyenne kommt drüber. Hi. Für den anderen. Hi. Oh, der Marvin stellt sich vor. Hi, ich bin Lukas. Hi. Lukas. Ich bin Tobias, aber du darfst nicht Tobi nennen. Ich bin Tobias, aber du darfst nicht Tobi nennen. Ich bin Tobias, aber du darfst nicht Tobi nennen. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen? Wie geht's dir? Ist alles gut? Ja. Alles super. Was sind so deine Hobbys? Was machst du gerne in der Freizeit? Das ist so dieser typische Kack-Smalltalk. Hey, wie geht's dir? Was hast du so für Hobbys? Hast du dich schön eingelebt? Die ist einen halben Tag gerade an der Schule. Wie soll sie sich da denn bisher gut eingelebt haben? Ich mach viel Sport und vor nebenbei. Einfach mal rumpfeifen, während die da erzählt, dass sie Sport macht. Und ihr seid die Coolen hier. Ja, hallo. Und ihr seid die Coolen hier. Ja, ich sag mal, wenn du dich so ein bisschen an uns hältst, dann geht's dir, glaube ich, ganz gut gehen. Ja. Wird es hier, glaube ich, ganz gut gehen, wenn sie sich an die hält. Oh nein. Danke, das ist sehr lieb von dir. Oh. Ey, das ist ja schon cringe. Marvin und ich sind kein Paar, aber auf der letzten Klassenfahrt lief was zwischen uns. Und jetzt, am ersten Schultag, fällt er fast der Neun um den Hals. Also ganz ehrlich, ich finde sie tatsächlich hübscher als diese Cheyenne-Sexbombe aus Hamburg. Aber wie ich ja immer bei solchen RTL-2-Reaktionen etc. sage, es ist nichts gegen die Leute hier irgendwie persönlich oder so. Das ist einfach nur meine individuelle Anschauung auf die Dinge. Also ich möchte hier niemanden verletzen, haten oder sonst irgendwas, sondern ich reagiere auf die Schauspieler und nicht auf die Person dahinter. Gar keinen Bock auf eine neue Maria. Ach komm, ach, jetzt Maria war ganz anders. Ich wollte gerade sagen, sie ist offen, sie ist nett, empathisch, über lächelt. Ich würde sagen, 3-2, wir haben... Wieso guckt sie denn so einfach rüber? Und warum hat der Hausmeister hier eine Rolex? Ist das eine Rolex? Also wenn die Neue mich nicht gerade krass angemacht hat, dann fresse ich einen Besen. Das hast du ja sehr gut erkannt. Die steht auf mich. Ich glaube, ich werde gleich mal anbieten, ihr die Schule zu zeigen. Alter, da wird sich ja jedes Mädel freuen bei so einem Date. Hey, ja, ich weiß, wir könnten was essen gehen oder ins Kino oder schwimmen gehen oder einfach so chillen. Nee, ich würde dir ganz gern mal unsere Schule zeigen. Das hier ist der E-Trakt. Okay. Hier kann man kickern, hier spielen wir Billard. Eigentlich auch viel zum Chillen. Ich find's nice, dass diese hier einfach mal so rumrollt. Also der Marvin zeigt jetzt der Cheyenne hier so ein bisschen die Schule rum. Und jetzt kommen die Freunde von dem Marvin an. Und der Marvin erzählt so ein bisschen darüber, ja, wir haben hier Partys veranstaltet, bla bla. Die hier vorne sind ein bisschen eifersüchtig. Und jetzt kommt der... Du machst ja Sport in deiner Freizeit. Ja. Kannst du wieder mal trainieren gehen? Da können wir ja nur mal einen austauschen. Gerne. Jetzt verstehe ich, was da abgeht. Die Cheyenne wird anscheinend nicht Beef mit der Maria haben, sondern der Marvin mit dem Lukas. Weil der Marvin eigentlich die Cheyenne hat, aber der Lukas will die Cheyenne. Und jetzt will der Lukas die Cheyenne von dem Marvin wegnehmen durch ein Sportangebot, obwohl der Marvin der Cheyenne gerade noch die Schuhe... Genau. Jungs, euch gebe ich die dann auch, ne? Ja, ganz. Ja. Kannst du mir mal ganz kurz wegen Mathe helfen? Also Marvin mit Mathe da helfen, ne? Okay. Lukas, kannst du mir eben bitte mit Deutsch helfen? Jetzt soll der Lukas mit Deutsch helfen. Okay, das heißt, die Mädels versuchen, die alle da wegzukriegen. Jetzt hat er eine Chance. Und er wird auch weggenommen.
Das ist ja, also das ist ja kompletter Schwachsinn, was da abläuft. Lukas, du bist so stark. Marvin, du bist so witzig. Tobias, du bist so clever. Seht ihr das nicht? Jetzt redet sie auch noch mit Maria. Nämlich da echt an acht. Cool, danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Also falls was ist, melde dich einfach bei mir. Mach ich, okay, danke. Tschüss. Okay, die Maria und Cheyenne kommen gut miteinander aus. Und die anderen, die sind gerade gegeneinander, so ein bisschen in ihrer Clique. Boah, hier ist ja was los. Die lästern alle und fühlen sich voll cool. Wenn ich hier überleben möchte, dann werde ich auf jeden Fall zeigen, dass ich das Spiel auch spielen kann. Krass. Find's auch wieder gut, dass die Folge jetzt einfach vorbei ist und man eigentlich nichts mitbekommen hat. Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, dass da die Cheyenne aus Hamburg nach Köln gezogen ist, jetzt neu an der Schule ist und jeder der Jungs prügelt sich, sag ich mal, so ein bisschen um die Cheyenne und die anderen Mädels, die was von den Jungs wollten, sind jetzt so untergeordnet. Mal schauen, wie es weitergeht. Wenn ihr nämlich wollt, dass ich auf den zweiten Teil dieser Folge reagiere, oder ich weiß gar nicht, gibt's da einen zweiten Teil oder sind das alles weiter... die Teile. Ich habe überhaupt keinen Plan von dieser Serie, Freunde. Wenn ihr da genaueres wisst und ob es vielleicht auch einen zweiten Teil gibt, auf den ich reagieren kann, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Soll ich überhaupt nochmal darauf reagieren? Zeigt es mir mal mit einem Daumen hoch und bei 50.000 Likes, ja, das zeigt mir auf jeden Fall, dass ihr da Bock drauf habt.